Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Mad Games Tycoon hier bei Hobby Arts in unserer kleinen Firma im Jahr 1986, das gerade begonnen hat. Wir starten somit in unser siebtes Jahr mit unserem kleinen Studio und ja, wir sind ganz gut dabei. Wir haben knapp 4,6 Millionen auf der hohen Kante und hatten ja beim letzten Mal auch ein Fremd Publishing durchgeführt. Und waren damit eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs, haben ein bisschen Geld verdient und unser Lavi-Manager, unseren Landwirtschaftsmanager, ja, der verdient auch schon ein kleines Geld, ist jetzt nicht so extrem viel, aber immerhin, ne, wir sind hier noch dabei und unsere Mitarbeiter sind auch überwiegend fleißig, mit der Betonung auf überwiegend, aber na gut, lassen wir das. Wir haben ja, ich meine, Ende der letzten Folge auch schon mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, wir suchen uns mal wieder ein neues Domizil, haben dann festgestellt, das kleine Bürogebäude ist vielleicht nicht ganz so passend, wenn, dann wollen wir uns gleich etwas vergrößern, um gute 100 Quadratmeter bzw. 140 Quadratmeter ins mittlere Bürogebäude, heute irgendwie habe ich es mit den Versprechern, ich weiß auch nicht, und das Ding kostet halt gleich mal schlappe 3 Millionen. Das ist das, was mich momentan so ein bisschen noch davon abhält, hier ja sofort in diesen Zug oder auf diesen Zug aufzuspringen. So, Lavi verkauft sich hervorragend, habe ich gerade noch gesehen. Sehr schön. Es kam ein Kommentar, stell doch mal die Produktion auf Automatik. Da bin ich immer ganz vorsichtig bei sowas, speziell wenn ich hier noch ein Spiel in der Pipeline habe. Wobei, hier geht der Abverkauf jetzt langsam zurück. Könnte natürlich auch am Preis liegen. Wir müssen hier, glaube ich, noch mal ein bisschen zurückfahren. Aber wir können ja manuell mal einen Produktionsauftrag anschmeißen. Problem ist, dass irgendwann, je besser hier das Ansehen ist bei den Auftraggebern, die Aufträge reinkommen, die wir mit einer Produktionsmaschine nicht mehr stemmen können. Deswegen bin ich da immer vorsichtig, wenn es um so Automatismus bei der Produktion geht. So, da kommt schon das nächste Publishing. Oh, The Flower of the Ice. Mhm. 4 Sterne von Punchy. 46% und das können wir, glaube ich, noch mitnehmen. Komm, das nehmen wir noch mit. Da sagen wir, komm, da in 4 Wochen bringen wir das Ding raus. Nee, das gibt's nicht, Freunde. Da machen wir eine Schwarz-Weiß-Anleitung, dass uns auch noch ein bisschen Geld bleibt. Von $39, unser Anteil $15. So, komm, go, go, go. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da ist nochmal ordentlich Kies drin, Freunde, da werden ein paar Muscheln verdient, glaube ich. Oh, das Gameplay ist ja lächerlich. Das Gameplay ist ja übel. Grafik ist super, Sound ist okay. Interessant, ne? Noch keine gescheiten Soundfeatures draußen, aber Sound ist okay. Steuerung, okay. Alles klar. So, dann brauchen wir eine Marketingkampagne für The Flower on the Ice. Da werden wir, denke ich mal, internationale Spielezeitschriften. Genau, da brauchen wir jetzt natürlich auch einen fürs Büro. So, wo sind die ganzen Burschen? Ne? Mal gucken. Wo sind die Büromuggels? Der Nick ist in der Schulung. Ja, das hat sich jetzt jemand erledigt. Nichts mehr Schulung. Ne? Der jetzt Marketing machen soll. Hier Automatismus beenden. Weil dann werden wir hier noch ein paar Updates fahren müssen, so wie es aussieht. Und ich schätze, ich muss auch eine zweite Produktionsmaschine kaufen, ansonsten sind wir da zu spät dran. Also dann, komm. Hallo? Warum dreht denn der nicht? Was soll denn der Scheiß jetzt? Jetzt, Adler. Okay, jetzt hat er sich's überlegt, der Gute. Okay, wir verdoppeln die Produktion. Jetzt könnte man natürlich auch den Automatismus machen. Ja, absolut. Aber ich würde sagen, wir gehen hier lieber nochmal in die Forschung. Und zwar ein Spieleklasse A, also Spielegröße A, besser gesagt nicht Klasse A. Das werden wir auch noch schnell erforschen. Ja, wenn die Features dann mehr werden, 10 ist ja momentan, meine ich, das Maximum bei B. So, dann bringen wir ein Patch, brauchen wir nicht. Okay, dann bringen wir ein Sprachpaket für Flower on the Ice, das brauchen wir dringend. Würde ich sagen, da hauen wir gleich mal ein paar Sprachen raus. Wir haben noch 4 Wochen Zeit. Das sollten die Herrschaften, denke ich, hinkriegen in dieser Zeit. Und der Nick druckt was aus oder was? Oder muss er kopieren? Ich glaube, er muss kopieren. Ja. Der muss was kopieren. So, haben wir denn neue Mitarbeiter eigentlich? Neue Stars? Nee, noch nicht. Aktuell noch nicht. Es kam ja auch der Hinweis, Meister, du brauchst wahrscheinlich auf absehbare Zeit mehr Personal. Das ist sehr gut möglich.
dass wir das brauchen. Ich gehe sogar stark davon aus, dass wir das brauchen. Moment, wir könnten ja mal halt spawnen. Wir können mal schauen, ob wir einen Büromenschen finden. Severus Seedorf. Mhm. 29. Hm. Naja. Naja. Was sind meine Unterlagen? Moment. Muss ich wieder schauen. Büro, Büro, Büro. Büro. Hm. Nein, Musiker, Musiker. Grafikprogrammierer im Büro, da habt ihr es nicht so, gell? Da haben wenig Lust eigentlich, habe ich so den Eindruck. Da hat sich einer fürs Büro beworben. Mhm. Beziehungsweise der hat offen gelassen, was er machen möchte. Deswegen würde ich sagen, den stecken wir da gleich mal in die Schulung. Und den werde ich dann zum Community-Botschafter machen. Das ist nämlich unser Kollege Ausgebrannt. Ne? Auch ein Kollege von mir, ein YouTube-Kollege, der mehr Strategiefokus hat. Er hat gemeint, er will auch mitmachen. Und nachdem er nicht dazu geschrieben hat, was er machen will, wird er hiermit von mir zum Community-Botschafter ernannt. Sprich, der Kollege wird künftig bei uns im Fansupport arbeiten. Ja, macht er ja auch so schon, sprich kümmert sich sehr aktiv um seine Community, sprich antwortet auch immer brav auf die Kommentare und so. Ne? Ist ja ein sehr geschätzter Kollege, ist übrigens auch in den Kanal Empfehlungen verlinkt, falls man mal vorbeischauen möchte. Ausgebrannt Industries, immer einen Blick wert, der junge Mann. So, 8,5 ist vielleicht ein bisschen wenig, oder? Machen wir nochmal eine Kampagne für unseren Kollege hier, machen wir Plakatwerbung noch, genau. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas, dass da was vorwärts geht. 4,8 Millionen. Ja, noch verkauft er sich, gell, unser Lavi. Vielleicht schaffen wir die Millionen noch, wobei es dürfte knapp werden. Sprachpatch ist gleich fertig. Jawohl, Sprachpatch ist fertig. Sollen wir nochmal ein Update machen, wollte ich gerade sagen. Nee, lohnt sich mich nicht mehr. Der Verkauf bricht ein. Was haben wir? Flower on the Ice. Ach, der hätte jetzt schon über 200 Soundpunkte, ne? Damit würde man ja dieses Soundstudio freischalten. Aber ich fürchte, das wird jetzt in diesem Zusammenhang nicht gelten bei uns. Leider, leider. Na gut, komm, pushen wir das Gameplay noch ein bisschen. Ist ja ein relativ kleiner Titel, ne? In der Patch nur 10.000 kostet, ist ja fast geschenkt. Das ist ja fast geschenkt. So, dann würde ich sagen, wir machen noch kurz einen Support-Bereich. Für unsere Fans. So, zwei Schreibtische stellen wir rein. Einmal hier und einmal da. Und dann darf der Nico hier gleich umziehen. Und er macht Tag der offenen Tür. Genau, wieso nicht? Der Kollege Ausgebrannt macht immer noch seine Schulung. Ja, Nico ist ja schon mit 75,8 schon auf einem guten Level, denke ich. So, und jetzt sollten wir vielleicht unser neues Spielchen auch produzieren. Ich gehe mal auf 10.000 Stück. Auch wenn das vielleicht ein bisschen wenig ist, heißt, ne, da werden wir wahrscheinlich nicht so viel verdienen. Da werden wir vermutlich so 30.000, 40.000 absetzen müssen, dass sich das irgendwie ausgeht. Patches draußen, machen wir nochmal einen. Nochmal Sounds und Gameplay, nochmal 10.000. Raus damit! Wenn es einer hat, dann wir. Definitiv. Aber wir haben echt irgendwie wenig Mitarbeiter, gell? Ist, fühlt sich irgendwie nach mehr an, als was es tatsächlich ist. Ne, wir sind da noch sehr, sehr dünn besetzt. Muss ich dem Kommentator recht geben. Ne? Der Kollege, der gesagt hat, du musst viel mehr Mitarbeiter einstellen. Ja, da ist was dran. Definitiv. Da ist was dran. Patch ist fertig. Dann machen wir nochmal einen Sprachpatch. Sprich, wir knallen die ganzen anderen Sprachen auch noch rein. Kostet nochmal 20.000 Steine. Ah ja, und die nächste Forschung ist fertig. Dann würde ich sagen, tun wir hier noch Aufbauspiele freischalten. Nochmal für 110.000. Aus damit. Und jetzt geht der Verkauf los. Flower of the Ice. Da bin ich gespannt, was hängen bleibt. Und der Lavi Manager geht vom Markt. 900.000 Gewinn haben wir gemacht. Gewinn. Oh, und der verkauft sich doch schon mal gar nicht so schlecht. Da würde ich sagen, da legen wir nochmal 25.000 nach. Und dann können wir hier nochmal den nächsten Auftrag an den Start bringen. Nach Gehalt sortieren. 780.000 für 88. Das sollten wir ganz locker schaffen mit zwei Maschinen.
Das ist kein allzu großes Problem. Und die Schulung ist fertig, oder? Ja, komm, dann darfst du gleich nochmal. Büroarbeit macht Spaß. In Angriff nehmen. Oh, und mit unserer Engine haben wir kleines Geld verdient. Mit der Strategie-Engine Warcraft von Koei. Naja, 57.000, Tropfen auf den heißen Stein. Und endlich kommen die Soundfeatures. Mein Gott, darauf habe ich doch schon Ewigkeiten gewartet. Diese blöden Soundfeatures. Oh, dringendst. Freunde, dringendst brauchen wir die. Da warte ich echt schon gefühlt eine Ewigkeit drauf. Weil dadurch könnten wir dann auch endlich wahrscheinlich unser Soundstudio freischalten. Jawohl. Okay, machen wir nochmal ein Update. Sounds und Grafik und Story. Ah, das Spiel, ja, wobei, wir haben schon ordentlich investiert. Also ich denke, da müssen wir noch ein bisschen was machen, bis hier mal Geld rauskommt. Aber zwischendurch eine kleine Auftragsarbeit nach Gehalt sortieren. 180.000 kann man mal mitnehmen. Ne, vor allem, wenn 4 Leute dran sitzen, dann geht es ja ratzfatz. Dann ist das gar kein Thema. Und hier schaut mal, wie schnell dieser Auftrag hier abgefrühstückt worden ist. Ne, mit 2 Produktionsmaschinen, da geht halt schon was. Hier 1,08 Millionen Produktionsmenge, das ist kein Problem. Vor allem in 9 Wochen. In 9 Wochen produziere ich den mit 2 Maschinen mal richtig Shit. Das schaffen wir wahrscheinlich in 4 Wochen schon. 4-5 Wochen, dann ist das Thema durch. So, Auftragsarbeit ist auch okay. Oh, 2000, ja gut, 2000 Punkte hat es auch gerade gehabt, also raus damit. Mitarbeiter beschweren sich, dass es nicht genug Toiletten gibt. Was haben sie denn? Da ist doch eine. Reicht doch. Nanu? Aha. Was wollt ihr denn? Sitzt ja niemand drauf. Ihr müsst halt mal spülen, Freunde, ne? Dann geht es schon. Muss man nicht neue Toiletten bauen. Einfach mal spülen. Die Klobürste darf übrigens auch benutzt werden. Das habe ich immer dick so, ne? Wenn man irgendwo am Arbeitsplatz auf die Toilette gehen möchte und der Vordermann hat noch schön hinterlassen und möchte somit mitteilen, was es zum Frühstück oder zum Mittagessen gab. Das finde ich immer ziemlich ekelhaft, sowas. Aber manche haben da offenbar keine Skrupel. Nach mir die Sintflut. Und Epic Games hat unsere Engine lizenziert. Naja. Und die Fans nehmen zu, Leute. Ne, wir gewinnen stetig Fans dazu. Jawohl, Feature ist durch. Können wir ja noch freischalten. Fürs Grafikstudio, oder? Filmreife, Zwischensequenzen. Ja, warum nicht? Und es dreht langsam ins Plus, ne? Ja. Ich würde sagen, wir produzieren ja nochmal 10.000. Bringen nochmal ein kleines Update raus. Nochmal Storyline, Sound und sicher, ja, wobei neue Objekte, genau, für 12.000. Ja, und unser künftiger Community-Botschafter macht sich langsam. Der macht sich langsam. So, die Kohle nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir sind schon wieder bei 4,8 Millionen. Ich denke, wenn die Kiste durch ist, können wir dann langsam umziehen. Was macht er denn jetzt? Jetzt hebt er einen, oder was? Tatsächlich. Jetzt geht er aufs Klo und geht ein Wässerchen trinken. Sehr schön. Ja, der Kollege weiß halt, was gut ist. Nicht schlecht. So. Den letzten Job hätten wir noch. Prototyp. Und dann werden wir uns dran machen müssen, die ganzen Engines abzugraden. Während hier eine Engine nach der anderen lizenziert wird von der Konkurrenz. Das finde ich sehr spannend. Ja, komm. Nochmal ein kleiner Bürojob. Das wird nur der volle Profi bei uns, glaube ich. Meister ausgebrannt. So, wir haben jetzt genug Geld, um eine eigene Spielekonsole zu entwickeln. 5 Millionen. Die Grenze ist geknackt, aber ich sag's euch, das wird richtig Asche kosten. Das kostet richtig Asche, so eine eigene Konsole zu entwickeln. Aus dem Grund würde ich sagen, wir sparen lieber noch, weil ich habe hier keine 20, 30 Millionen übrig, um in die Hardwareproduktion einzusteigen. Ganz ehrlich, haben wir derzeit noch einen anderen Fokus, denke ich. Wir schalten lieber noch hier das User Interface frei. Thema Gameplay. Und ich bin im Überlegen, dass ich auch noch so auf das Musik-Sound-Feature warte. Ne? Es gibt ja 2 Sound-Features, deswegen ich bin da echt momentan ein bisschen am... Naja, ich bin noch vorsichtig. Also komm, Engine upgraden. Wir packen die Think-Haube.
Nehmen den Sound. Genau, Musik in 8-Bit müsste das nächste sein. Komm, dann machen wir die ThinkHaube 4. 1535, jawohl, auf geht's. Viel Spaß. Ah ja, wir könnten hier auch noch... Ja, ich schau mal, Flower of the Ice. Wieder der nächste Wochenverkauf ist, ob der jetzt einbricht. Wobei, wir könnten vom Preis runter, aber irgendwie habe ich gar keine Lust dazu, vom Preis runter zu gehen. Wenn ich ganz ehrlich bin. 1535. Miesemhaube 2. Irgendwie habe ich keine Lust. Nee, Preis bleibt oben. Komm, nochmal 10.000 Stück. Produzieren, raus damit. Was ist das? Achso, Tag der offenen Tür ist abgeschlossen. Unser Nico war fleißig. Engine ist abgegradet. Dann hätten wir eine noch, meine ich. Genau, die Stratego Engine. Da müssen wir den Preis noch dringend erhöhen. Auf 35. Stratego. Version 2. Auf geht's. Ob ich mich da gerade verschaut, habe ich da noch 10.000 drin stehen gehabt. Als Grundpreis muss ich gleich mal schauen, wenn die Engine fertig ist. Nicht, dass ich da jetzt gepennt habe, dass die günstiger ist. Das wollte ich eigentlich nicht. Nee, auch 15. Okay, habe ich mich verschaut. Gut, alles klar. Langsam fällt der Verkauf, ist auch logisch. Wikinger hätten wir noch als Thema. Komm, sollten wir vielleicht auch noch freischalten, die Wikinger... Ach so, haben wir schon freigeschaltet, oder? Ja, tatsächlich. Ja, dann Wirtschaft. Machen wir Wirtschaft. Wieso nicht? Und jetzt bricht's ein. Ja, jetzt bricht er ein, der Verkauf. Jetzt gehen wir mit dem Preis nochmal runter. 30, verdienen wir immer noch 11 Dollar. Haben wir fast, ja, haben wir 200.000 Gewinn gemacht. Okay, dafür, dass wir wenig Arbeit hatten, war das, denke ich, ganz okay. Aber klar, wäre es besser gegangen, natürlich. So, Konsolenforschung, hier schaut er mal. Chipsatz, ne? Da müsste ich hier schon mal 750.000 investieren. Dann müsste ich hier nochmal 750.000 investieren, hier eine Million. Also das kostet richtig Geld. Plus, wenn man die Komponenten hat, hat man ja noch lange nichts gebaut, ne? Das muss man danach ja auch noch machen. Also Konsolenforschung ist momentan nicht drin, Leute. Spielemesse, ne, da würde ich auch nicht teilnehmen, weil wir haben aktuell kein Spiel, wo sich das lohnen würde. Definitiv nicht. Was könntet ihr jetzt eigentlich noch machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Wisst ihr was? Könnt ihr noch einen Spielbericht machen eigentlich? Spielbericht erstellen. Chemiebaukasten. Ja genau, macht mal einen Spielbericht für unseren Chemiebaukasten. Warum nicht? Wieso nicht? So, ein Job noch und dann werden wir, denke ich, umziehen. Wir könnten hier die Schulung noch schnell abwarten. Und dann gibt's ein neues Büro. Büro, genau. Na, jawohl, Spielbericht ist fertig. Schauen wir uns noch schnell an. Moment, der Chemiebaukasten. Oh je, genau, das war im ersten Jahr noch. Da haben wir ja noch gar nichts getroffen, oh mein Gott. Beim Remaster haben wir auch nichts getroffen. Das war irgendwie nicht besser, ne? Nee. Oh Gott. Eieiei. Lovey Manager. Ah ja, genau. Da haben wir hier zweimal die richtige Einstellung getroffen. Nee. Sieht nicht gut aus. So, Büro müsste gleich fertig sein. Die Büroschulung. Genau. Darfst mit in den Fansupport. Dann warten wir das hier noch schnell ab und dann, ja, gibt es den Umzug. Da ist es passiert. Aber diesen Umzug, Leute, den gibt es nicht mehr heute, sondern den gibt es beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein bei Mad Games Tycoon. Ja, ich freue mich schon auf unser neues Büro. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder mit rein beim nächsten Mal, wenn wir umziehen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.